meine Lieben, hier kommt ein neuer Teil für euren neuen Tanz zur unendlichen Geschichte, Never Ending Story. Ich hoffe, ihr habt schon ein bisschen mitgeübt und wisst, wovon ich spreche. Wir machen heute einen neuen Teil für den Tanz. Allerdings möchte ich mit euch vorher nochmal das wiederholen, was wir schon geschafft haben. Und für alle, die jetzt zum ersten Mal einschalten, es gab schon mal ein Video mit ein bisschen Material von mir. Guckt euch das erst an, bevor ihr bei diesem Video mitmacht. Für den Rest, weiter geht's. Intro abwarten, bis der Gesang losgeht. Genau wieder so zurückschummeln, wie sie singt. Ich habe mir jetzt aber überlegt, dass es für den nächsten Schritt besser ist. Und ich glaube, das ist nicht so schwierig für euch umzudenken, wenn wir hier so landen und dann unsere Füße in die erste Position schummeln. Denn jetzt kommen Sprünge, die wir dafür brauchen. Und zwar springen wir zweimal von den beiden Füßen auf die beiden Füße. Das sieht so aus. Eins, zwei. Gar nicht so schwierig. Denkt dran, beugt immer schön die Knie, wenn ihr wieder hochkommt. Na, dann damit federt man sich ab und gibt auch gleichzeitig wieder Schwung für den neuen Sprung, der dahinter rankommt. Wir springen zweimal in die erste Position. Eins, zwei. Und beim nächsten Mal landen wir auf einem Bein und nehmen das andere Bein in die Luft hinter das Bein, auf dem wir landen. Sieht dann so aus. Also wir springen zweimal auf beide Füße und dann landen wir beim dritten Mal auf einem Bein. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht für den Tanz. Hopp, hopp, okay? Mit Musik. So weitermachen zu dem Lied, das passt perfekt. Allerdings machen wir das für jede Seite sozusagen einmal, dass einmal das eine Bein oben ist und einmal das andere. Also wir machen hopp, hopp, eine Seite, hopp, hopp, andere Seite und dann nochmal in die Mitte nach außen. Okay? Also, alles einmal zusammen. Hopp, hopp, eine Seite, hopp, hopp, andere Seite. Hopp, hopp nach außen, hopp, hopp nach außen. Okay? Mit Musik, von vorne mit dem neuen Teil. Alle zusammen. Dritte Position, die Füße. Gesang abwarten.
langsam. Hopp, hopp, eins, hopp, hopp, eins, hopp, hopp, auf, hopp, hopp, auf. Ihr dürft natürlich so hoch springen, wie ihr wollt. Ich habe hier so ein bisschen Angst wegen meiner Lampe, die da hängt und die Nachbarn, die unter mir wohnen. Also ich springe immer leise, aber ihr dürft prinzipiell so hoch springen, wie es nur geht, okay? Also nutzt richtig den Weg aus. Auf das andere unser Gewicht verlagern, also von beiden Füßen, schwupp, rüber auf einen Fuß. Man versucht hier kein Gewicht drauf zu haben auf dem Bein, das muss ganz frei sein, das könnten wir theoretisch whoop, hochheben, okay? Also, hopp, hopp, eins, hopp, hopp, zwei, plié, schwupp, schließen, hopp, hopp, öffnen und schwupp und hopp, hopp, schwupp und hopp. Sehr gut, okay. Von da aus machen wir dann nämlich unseren nächsten Schritt. Ich habe erstmal viel Spaß beim Üben mit dem neuen Teilchen hinten dran. Und ich hoffe, ihr seid alle wohlauf und bleibt gesund und habt viel Spaß beim Videos gucken. Bis dann!